Leute, herzlich willkommen zu Nienkocht. Süß-sauer? Nicht. Dieser YouTube-Kanal ist für die Leute, die asiatisch kochen möchten, auch nur spezielle asiatische Zutaten. Und heute koche ich Hähnchentopf mit Pilz. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Hähnchenflügel, Pilze, Lauchzwiebeln, Koriander, Ingwer, Knoblauch, Sternanis, Lorbeerblätter und Sojasauce. Natürlich Pfeffer, Salz und Öl. Und dazu natürlich haben wir Reis. Also zuerst bereiten wir Hähnchenfleisch vor. Zuerst ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und umrühren. Und dann schneiden wir alle anderen Zutaten klein. Wir haben ein bisschen Korianderblätter für später Dekoration. Alles ist jetzt vorbereitet und lass uns kochen jetzt. Heute benutze ich Stahlpfanne und die Pfanne braucht wirklich richtig aufheizen und dann machen wir das Öl rein. Also jetzt die Pfanne ist richtig geheizt und wir reduzieren zu mittlerer Hitze und dann wir geben das Öl rein und wir geben alle Nebenzutaten an. Vielleicht nach einer Minute oder so jetzt geben wir die Hähnchenfleisch rein. Und ein bisschen umrühren. Echt super. Jetzt die Farbe ist nicht mehr so roh und wir geben unsere Sojasauce rein. Also wie viel, wie du möchtest. Und jetzt kommt unser wunderbarer Pilzen. Und rumrühren. Und wenn du möchtest, du kannst auch ein bisschen Likör reingießen. Aber natürlich Wodka. Anyway. Und jetzt brauchen wir Wasser. Und mit Deckel kochen wir noch 20 Minuten. Und 20 Minuten ist vorbei und jetzt machen wir volle Hitze. Und um die Soße zu reduzieren und dann nach ungefähr 5 Minuten ist unser Gericht fertig. Also nach 5 Minuten Soße reduzieren jetzt für mich ist diese Gericht ist fertig. Aber wenn du vielleicht noch weniger Soße möchtest, kannst du noch ein bisschen mehr kochen. Aber besser macht diese Fleisch nicht so weich. Und jetzt ein bisschen Korianderdekoration. Und jetzt unser Gericht ist fertig. Hähnchentopf mit Pilze. Und ich wünsche euch guten Appetit. Nee, scheiße. Guten Appetit. Ja? Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit.